Ja, Dirk, ein Springen, wie wir es gebraucht haben, nach Lahti. Sieger Daiki Ito, Richie Freitag 2, Simon Ammann 3 und Bernsteiger Österreich, aber diesmal nicht auf dem Podest. Alles, was wir gebraucht haben. Ja, was soll ich darauf antworten? Das stimmt alles, was du sagst. Das ist ein perfektes Springen gewesen. Und ganz, ganz selten ein Wettkampf, der von Umwelteinflüssen nicht behindert worden ist oder dirigiert worden ist. Ja, und wir sehen uns schon, funktioniert es mit dem Skispringen. Also wir brauchen einfach nur keinen Wind und dann brauchen wir keinen Windregel, kein Gehtregel. Aber wir dürfen auch nochmal ein Kompliment an die Jury machen. Eero Kusinen, Ross Tjänen und Nikolai Petrov. Die drei haben heute wirklich gerade bei dem Schanzenrekordflug von Richard Freitag, die 140,5 Meter im ersten Durchgang, gesagt, wir bleiben da, es wird gut gehen und es ist gut gegangen. Absolut unterstrichen, dieses Kompliment muss einfach weitergeleitet werden und ich hoffe, es nehmen sich auch andere Verantwortliche daran ein Beispiel. Es geht nämlich, man muss nicht unbedingt die Hosen voll haben und bitte, dieser Wettkampf war Werbung, die Werbung, die wir gebraucht haben. Ja, und da wir schon ein bisschen die Hosen voll haben, nämlich ob wir bei den 15.000 Zuschauern unseren Flieger nachkriegen, machen wir an der Stelle Schluss und verabschieden uns. Bis morgen, 12 Uhr, geht es weiter mit der nordischen Kombination. Samstag, 18 Uhr, Qualifikation, Weltcup bei Eurosport natürlich mit uns beiden. Du zuckst schon, was hast du noch? Ja, ich wollte mich noch bei dem Kollegen vom Ordnungsdienst bedanken, dass er uns gefilmt hat. Ist auch nicht alltäglich, dass die Leute mal zur Kamera greifen und sagen, wir filmen euch. Dankeschön. Ja, okay. Also, tschüss, bis Samstag. Ja.